herzlich willkommen zur Studenten-Rhino-Aktion. Auch heuer wieder gibt es die Rhino-Aktion für Studierende in Innsbruck. Das ist die Info dazu. Wie funktioniert das Ganze? Das ist eine Studenten-Studenten-Aktion. Es geht also darum, dass ein Student für Studierende etwas anbietet. Also, ich bin nicht rund um die Uhr erreichbar und deshalb bitte haltet euch an diese Landingpage und liked da einfach drunter, damit ihr immer informiert seid, wie es weitergeht. Ich werde hier und am Facebook-Kanal der ÖH die Infos teilen, wie der Stand der Dinge ist, aber nicht jeden Tag. Wir haben jetzt knapp 1,5-2 Monate, wo das Produkt erworben werden kann und es ist eine Vollversion. Was bedeutet das Ganze? Ihr kauft einmal das Rhino inklusive Grasshopper. Ihr könnt es sowohl für die Uni als auch für euer Wirtschaftsleben benutzen. Das ist absolut wichtig, denn das funktioniert bei allen anderen Programmen nicht. Ihr braucht das Programm. Wie läuft's? Darunter anmelden. Da stehen die Zahlungsdaten. Nach dem Anmelden sollte eine automatisierte E-Mail kommen, wo drinnen steht, hurra, du bist dabei. Bitte einzahlen. So schnell wie möglich, weil ich muss kontrollieren, wer hat alle gezahlt. Das mache ich alles mit Hand. Es ist nicht so einfach. Also es ist einfach, aber es ist viel Arbeit, weil es werden 300, 400, 500 Leute oder auch nicht. Wenn es bezahlt ist, gibt es die Deadline. Die Deadline ist der 25.10. Ab dann kann man nur zahlen bis 31.10. Wer bis dorthin nicht bezahlt hat, der ist nicht dabei. Bemüht euch, bis zum 25.10. das Ganze abgewickelt zu haben. Von dort an, also vom 31.10. weg, dauert es nochmal 10 bis 12 Tage. Was passiert da? Ab dem 31.10. liegt es nicht mehr in meiner Hand. Ich sammle nur das Ganze zusammen und übergib es direkt an die Firma McNeil. In Österreich vertreten durch Herrn Gerald Zodl von 3D Base. Den findet man online, da kann man auch gerne vorbeischauen und kann sich das Ganze direkt anschauen. Vollversion, wirtschaftsmäßig offen und mit allem drum und dran. Wie läuft's mit den Updates? Dieses Programm wird so lange upgedatet, bis die nächste Vollversion draußen ist, die Version 8. Zwischen 4 und 5 hat es ungefähr 10 Jahre gedauert. Die 7er ist jetzt noch nicht so lange draußen, also sind noch Jahre hin, wie auch immer. Ich habe nachgefragt, ob es die neue gibt. Es gibt keine neue im Augenblick. Wir werden sehen. Ich habe jetzt schon die dritte, also 5, 6 und 7. Das sammelt sich so zusammen. Also ich habe dreimal die Vollversion, weil es macht einfach weniger Stress. Was gibt es schon noch zum Sagen? Genau. Wie geht's dann weiter? Ihr könnt euch das Programm runterladen, ihr könnt die Testversion nutzen. Die geht normalerweise 90 Tage, sofern sie es nicht wieder geändert haben. Und in dem Zeitraum solltet ihr von McNeil den Keycode erhalten. Euren Zugangsschlüssel. Ihr geht in euer Backup, also in euer Backoffice bei Rhino und gebt ihn dort ein. Sobald er eingegeben ist, ist es freigeschalten. Das heißt, eure Studentenversion skippt zur Vollversion. Wenn es da Probleme gibt, einfach zu mir. Normalerweise zu 99,9% funktioniert es. Also es gibt ganz selten eine Schwierigkeit in die Richtung. Sollte wieder erwarten, bei euch keine E-Mail ankommen, gibt es verschiedene Dinge, die passiert sein können. Fürs Erste, ihr habt euch mit irgendeiner xy@schießmichtot-Adresse angemeldet. Es ist im Spam gelandet oder, je nachdem wie viele das bestellen, es ist hängen geblieben im Server in der Zentrale bei der Uni Innsbruck. Wenn sowas der Fall sein sollte, natürlich gerne bei mir melden. Hauptsächlich für den Versand. Ich habe keinen Zugriff auf keinen Datensatz und auf keinen einzigen Keycode. Das liegt alles bei der Hauptunternehmung McNeil. Mir könnt ihr gerne schreiben, ich werde eigentlich genauso wie als andere weiterleiten an McNeil. Mir geht das nichts an. Sage ich gerne dazu, weil alle meinen, ich bin dann der, der da Zugriff hat. Na Gott bewahre, bitte nicht. Deswegen, wenn es dann Probleme gibt, ich helfe euch gerne weiter, sofern ich kann. Grundlegend müssen wir es einfach nochmals von McNeil auslösen lassen. Es ist also nicht verloren, sondern es wird einfach nochmal versendet. Sorgt bitte dafür, dass ihr laufend auf eure E-Mail-Adresse schaut. Auf die Uni-Mail, mit der ihr euch anmeldet. Das ist wichtig, weil alle anderen Adressen, wenn da 100, 200, 300 E-Mails innerhalb von wenigen Stunden ausgespielt werden,
ganz schnell einmal blockieren. Die Uni-Adresse ist inzwischen halbwegs safe, was das angeht. Und bei der Uni-Adresse können Sie sicher sein, es ist nicht irgendein Code, es wird nichts anderes verlangt, es wird keine weitere Zahlung geben oder schon etwas. Also sollte in der Richtung irgendwas sein, mir Bescheid geben bitte, weil es gibt niemand anderen, der das macht. Es gibt niemanden, der euch irgendwelche anderen E-Mails schickt. Es gibt nur die Mails, die von hier aus gesendet werden. Es gibt auch nur diese Anmeldeseite, also diese Landingpage, die euch die ÖH aussendet oder die ich auf meinem YouTube-Kanal teile oder auf der Facebook-Gruppe der ÖH, Master oder Bachelor, ganz egal. Nur diese Seite gilt. Keine Seite von vor 3 Jahren. Die Anmeldungen verlaufen im Nichts. Es gibt schon 2-3 Leute, die haben es da versucht. Die Anmeldung beginnt mit 1.9.2023. So viel zu dem. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg im Studium. Vielleicht sieht man sich. Ich bin immer wieder mal in Innsbruck unterwegs. Ich mache auch Fotos von den ganzen Ausstellungen. Die findet ihr zusammengefasst auf meiner Page. Und wenn es Fragen gibt, man findet mich 100 Mal im Internet. Oder öfter. Soweit. Toi, toi, toi und lasst euch nicht unterkriegen.